Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom FIFA 18 WM-Modus mit Uruguay. Im letzten Spiel haben wir ein Unentschieden gegen Ägypten herausgespielt. Russland hat übrigens 2:1 gegen Ägypten gewonnen, hat damit 6 Punkte. Wir gehen heute mit einer kleinen Veränderung, und zwar wollen wir die rechten Mittelfeldspieler einmal austauschen. Da kommt dann einmal Lodeiro und Torreira rein. Mal sehen, ob ich habe ein links Mittelfeld. Nee, also da ist rechts, oder? Ich weiß es nicht. So, mit dieser Veränderung gehen wir auf jeden Fall ins Spiel. Und ich würde direkt sagen, let's go! Unglaublich. So. Hier noch einmal die Tabelle. Russland führt mit 6 Punkten. Und wir können heute 4 Punkte, also 3 Punkte herausfinden, somit hätten wir 4 und hinten noch 2 hinter Russland. Ja, die 2 Veränderungen bei uns, und ich würde sagen, auf geht's zu den Nationalhymnen. So, damit sind die Nationalhymnen durch und wie immer die Handshakes hier, bevor die Partie losgeht, und danach die Aufstellung. Die Nationalhymnen habe ich gerade sehr leise gehört. Das kann natürlich sein, dass ihr die dann auch ziemlich leise hört. Da muss ich dann nochmal gucken, ob ich da nicht was einstellen muss, dass es lauter wird. Aber ich hoffe, dass es so passt. So, dann kommen wir natürlich zu der Mannschaftsausstellung. Die Startelf von Uruguay: Muslera im Tor, Varela, Godin, Gimiers, Laxalt. Die Abwehrkette: Lodeiro, Torreira, Vecchino und Rodriguez. Und dann vorne die Spitze mit Cavani und Suarez. Kommen wir zur Ausstellung von Saudi-Arabien. Die mit Mosalem ins Tor. Im Tor ist Sahani, Hazavi Brüder, Atef und Al-Kaibari, Muvalcheri und Al-Abed und Al-Salawi. Ziemlich viel Al drin. So, Anstoß. Partie Nummer 2 gegen Saudi-Arabien läuft hoffentlich auch besser als im Spiel gegen Ägypten. Von unseren Pässen. So, jetzt Cavani. Cavani mit der Chance. Cavani geht einfach mal durch die Mitte und schießt. Leider kein Tor. Wäre auch zu schön gewesen. Aber geht klar drüber. Man sieht's. Schade. Aber wird nichts. Erste Eckball in der Partie nach knapp 14 Minuten. Und die Stimmung ist grandios. Man sieht's. So, im letzten Spiel ja das 1:1 durch einen Eckball erzielt. Vielleicht wird es heute ja auch wieder was. Wir holen den Spieler vor, da kommt Torreira. Geht durch, gibt eine kurze Flanke, aber der Torwart hält. So, jetzt der Schuss von Weitem, auch nichts. Und jetzt Cavani spielt auf Suarez. Suarez geht. Und dann war das erste Tor für Uruguay nach ganzen 27 Minuten durch Suarez. Schön herausgespielt von den Uruguayern. Oder wie auch immer man das sagt. Ja, ziemlich nah rangekommen, aber im Endeffekt ist es egal. Tor ist Tor und damit geht Uruguay 1:0 in Führung. Freut mich natürlich.
Und hoffentlich können wir den Vorteil jetzt nutzen, und um 3 Punkte rauszuholen. Am besten noch ein paar Tore schießen, damit wir auf der sicheren Seite sind. Ich denke mal, dass das ihre letzte Chance ist, noch zu kämpfen für einen Platz im Achtelfinale. Aber jetzt die Chance, und was für eine! Braucht dort Hilfe, kriegt sie nicht. Schlecht gemacht von Uruguay, muss man an der Stelle einfach mal sagen. Keiner mitgekommen, und jetzt die Chance für Saudi-Arabien. Aber der Torwart, oh, Moslera, hält. Steht hinten gut. Fehlpass. Und ja, Fehlpass. Saudi-Arabien ist sehr aktiv vorne am Ball. Und die Chance, aber Moslera hält die Kiste weiterhin hinten dicht. Und vorne muss bei Uruguay was kommen. Und wieder Cavani, der den Ball nicht kriegt. Einfach verteidigen. Keine weiteren Risiken eingehen, obwohl jetzt wird es kritisch, jetzt wird spannend. Ob da noch was kommt von Saudi-Arabien? Nein. Ich denke, das Spiel ist definitiv, glaube ich, gelaufen. Und ja, das Spiel ist gelaufen. 1-0 am Ende das Ergebnis. Uruguay mit einer nicht sehr überzeugenden Leistung, aber es hat zum Sieg gereicht. Dank Luis Suarez, der heute das entscheidende Tor gemacht hat. Cavani vorne, das ein oder andere Mal gepatzt. Aber für den Sieg hat es gereicht. Dank Luis Suarez. Für uns heißt das 3 Punkte auf dem Konto, das heißt, wir sind im Gesamtzähler jetzt bei 4 Punkten, das heißt, Saudi-Arabien ist somit in der WM ausgeschieden. Was sehe ich denn da? Mesut Özil, Torschützenkönig momentan, Top-Torjäger. So, im nächsten Spiel dann gegen Russland, dort können wir uns den ersten Platz holen. Ansonsten würde es für uns ein bisschen kritisch mit Portugal oder Spanien. Werden es so oder so zu tun bekommen, glaube ich. Müsste eigentlich sein, ich bin mir nicht sicher. Naja, wir werden sehen. Das war's von heute. Und auch von mir war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch, so wie Kevin De Bruyne da gerade rechts. Ansonsten haut rein, habt noch einen schönen Tag. Thank you.